Södele, wir sind nämlich auf der linken Seite und in dieser Folge werden wir nämlich alles hier fertig machen, was uns in die Quere kommt. Also jetzt nicht die wilden Pokémon, aber die Trainer. Und mal schauen, ob es gleich eine Stadt kommt oder ein Dorf. Ich weiß es nicht, weil die Leute sprachen hier von einer Stadt. Wahrscheinlich eher von der Stadt, wo man eigentlich ein Fahrrad braucht. Jo, gerne. Also für Kämpfe bin ich immer zu haben. Könnt ihr mir Anfragen schicken, etc. Ja, Maschine ist hier eine heftige Maschine. Maschine kann einfach alles fertig machen. Hier mit einem einfachen Donnerschlag vor allen Dingen. Donnerschock. One Shot. One Kill. Conversion. Jau. Ich glaube, die haben da ein bisschen Porygon mit reingemischt. Kann das sein? Also, Porygon plus Rotom gleich das hier. Jetzt kommt noch Dragon. Oh mein Gott, Dragon. Pyjama kriegt das gehandelt. Ich meine, das haben wir gesehen, auch wenn es ein bisschen dauert. Drachen-Pokémon Dragon. So, da kann ich einfach mal hier deckeln. Dragon kann auf Poison Tail gehen, das ist nicht effektiv. Das trifft nur mal, meine ich. Versucht mich hier zu vergiften. Bringt ihm aber nichts. Gar nichts. So. Ich kann nochmal tackeln. Dann kann ich auf Erholung gehen. Sogar ein Crit. Ist mir auch egal. So, Erholung. Kommt noch ein Angriff. Selbst wenn es ein Crit ist, werde ich überleben. So, jetzt kann ich nämlich auf Schnarcher gehen. So. Ich kann nicht vergiftet werden, aber der Gegner kriegt immer noch harten Damage. Und wenn der Gegner noch ein Pokémon hat, dann kann ich nämlich rausgehen. Und aufgrund des Regenerators habe ich praktisch voll Lebenspunkte. Nice. Warum habe ich denn jemals gefragt? Tja. Ja, kann man nur sagen, die Route hat hier sehr viel Gras. Tauring. Oh Gott. So nice. Will haben. Ich bezweifle, dass hier Tauros eine Attacke tankt. Das wäre mir wirklich sehr neu. Nö. Olvi. Habe ich ihm Tauros gesagt? Ich meine natürlich Tauring. Tauros würde das wahrscheinlich auch nicht so gut tanken. Ich meine, Tauros hat jetzt nicht so die hohe Spezialverteidigung. So. Bitte keine Paralyse. Dankeschön. Smile Defense Curl und dann Walzer. Ist okay. Weil Walzer ist immer noch neutral. Das ist auch okay, weil es nicht viel macht. Und jetzt Quicklaw. Quicklaw. Ach, schade. Bitte keine Full Para. So. Also für Walzer brauche ich auf jeden Fall Metronom. Yau, Leech Seed. Das ist ja richtig gut. Ja, Wachstum kann ich wegmachen. Ja, indem du noch mehr kämpfst. Oh
Gott. Was machen die mit mir? So viele Grasflächen. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis ich da irgendwie durchkomme. Bei so vielen Encountern hier. So, Abwehr. Sollte sehr viel machen. Jo. Apostel. Auch ein sehr tankiges Pokémon. So, Luke macht das jetzt. Wir haben Leech, Seed und Walzer. Beides auch eine sehr gute Kombination. Weil der Gegner kann mich dadurch nicht so... natürlich Fake Out. Dennoch richtig starkes Fake Out. Nö. Das funktioniert nicht. Das kannst du nur einmal benutzen. Und zwar im ersten Zug, wo du reinkommen bist. So, jetzt sauge ich dir mal. Nom 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 nom. Sehr, sehr viele reichlich Lebenspunkte. Jetzt gehe ich auf Defense Curl. Damit ich nur... Alles klar. Von mir aus. Dabei kriege ich noch mehr Lebenspunkte auf Dauer. Leech Seed bleibt nämlich für eine Ewigkeit. Und jetzt gehe ich auf den Walzer und warte, bis der Gegner nämlich down geht. Der Gegner kann nämlich kaum was machen. Selbst wenn der Gegner aufwacht und nochmal auf Erholung geht, mein Walzer macht immer mehr Damage. Und ich krieg immer mehr Lebenspunkte. Jetzt kommt die Quick Claw. Ich komme zuerst dran. Gegner ist down. Eevee. So. Ich gehe jetzt raus. Nee, ich gehe nicht raus. Ich habe ja noch meinen Walzer aktiv. Gegner hat Glück. Durch Charme halbiert sich der Output, aber. Dadurch, dass ich immer auf Walzer gehe, bringt das eigentlich nichts. Der Schaden bleibt dann gleich als 50%. Es hätte praktisch Evoli einfach mal rausgenockt. Oh Gott. Da muss ich noch rein. What? Das ist wahrscheinlich auch nur X. Keine Ahnung, X-Special. Also wenn er jetzt wieder mal kein gutes Item drin ist, dann habe ich keine Ahnung. Habe ich wirklich gar keine Ahnung. Bitte nicht so viel Lex. So, da haben wir Kengi. Kengis Khan. Chikatu. Chikaboo. Ja gut. Ist auf jeden Fall besser als die X-Items. Weil bislang konnte man auch kein Fluchtseil kaufen. Und es wird wahrscheinlich auch arschteuer sein. Also dieses Spiel macht... Was das anbelangt, sehr gut. Man kann sehr wenig Sachen kaufen. Und dadurch muss man nämlich sehr aufpassen, also sehr stark aufpassen, dass man nicht verliert, wenn man noch reichlich Geld an Besitz hat. Weil das tut dann sehr weh. Ich muss euch auch einkaufen und aufpassen, dass ich nicht verliere. So. Ist das eine Gesteinsgegend? Ich meine, ich sehe schon mal die Zertrümmerersteine und so. Color Rock. Nördlich. Okay. Ist das immer noch eine Route oder bin ich schon in der Stadt? Aha. Oh, dankeschön. Das ist doch sehr nett. Hier könnte ich dann immer mal kämpfen und leveln.
So, ich glaube, ich tue mal Birdie nach vorne. So, jetzt sind fast alle schon praktisch auf dem gleichen Level. Der will hier sicherlich kämpfen. Nicht! Moment, was will er machen? Ah, nur hiken. Also klettern. Color Rock Interior. Haltet ein! Na, wir treffen uns wieder, ne? Ich habe allerdings meinen ersten Orden. Also bin ich noch besser geworden als bei unserem ersten Treffen. Ich bezweifle, dass du es schaffst, mich zu besiegen, Liz. Ich bezweifle, dass du es geschafft hast, Liz zu besiegen. Wenn das so ist, dann zeige mir, dass du auch die Fähigkeit dazu hast, das zu schaffen. Oh Gott. Wieder mal gegen Knight, der Ungeduldige. Was ist das, ein Muscle? Ist das die Weiterentwicklung von dem Tausendfüßler? So eine Art Kokon. Wie im Schnabel. Jupp. Fast ein Drittel. Oh Gott. Nicht Härte, sondern sogar Eisenabwehr. Kann es nur Eisenabwehr? Nee, es kann auch Käferbiss. Und dann noch die Sindelbeere. Moment. Hat er gerade meine Sindelbeere genommen? Kann das sein? Oder habe ich meinen schon verbraucht gehabt? Und er hat selbst noch die Sindelbeere. Ah, sehr knapp. Ich muss es überleben. Ja, mit 2 KP. Bitte kein Trank. Bitte kein Trank. Gut. Sehr gut. Auch ein Dragon. Ja. Ich glaube, hier kommt wieder das dritte Match. Pyjama gegen Dragon. Yay. Alle Hände hoch. Sowas sehen wir doch gerne. So. Oh nein. 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 Das Pokémon kann auch Drachenwut. Warum? Deswegen habe ich nichts gegen Dragon. Ja, so leid es mir tut, ich muss Birdie rausnehmen. So Regenerator aktiviert. Birdie hat laue Lebenspunkte. Ich kann gleich sowieso bei dem Herrn mein Team heilen lassen. So, Maschine hat über 40 Lebenspunkte. Somit müsste ich mit Uproar sehr viel Damage erzielen. Sogar zweimal. Ja. Dragon Rage wird genau 40 machen. Immer dieses scheiß Dragon Rage schon wieder, aber mit Maschine kommen wir sehr gut. Co-Combat. Okay. Ist wahrscheinlich die weite Weg vom Feuerstarter. Da holen wir Perry. Wegen Combat nehme ich mal an, es ist vom Typ Feuerkampf. Und wir haben eigentlich genug Feuerstarter, aber es ist nicht. Okay. Stimmt. Moment. Kokosnuss. Ja, gut. Ich dachte tatsächlich, aber nee, das macht schon Sinn. Kokosnuss und Combat. Das Feuer ist Pyro. Genau, Pyro.
Ich glaube, Perry kann da nicht viel machen. Der wird auf jeden Fall auf die Pflanzenattacke gehen. Und Birdie ist down. Jo. Lead Sheet und so weiter wird nichts bringen. Wenn der Gegner einmal crittet, bin ich down. Schwinde Rasierblatt. Oh, noch nicht vom Typ Kampf. Ich meine, Combat heißt der Kampf. Nice, Kückler. Mach mal sehr viel Damage raus. Zielen, wenn nochmal Kückler wirkt. Oh, okay, schade. Der Crit kam zuerst. Dann haben wir noch Maschine. Maschine! Los! So, OP. Maschine. Macht Kleinholz. Was? Nein! Auch nachdem ich die Arena-Leiterin besiegt habe, kann ich nicht gewinnen. Hä? Dann soll ich noch mehr Arena-Leiter besiegen. Das ist die falsche Richtung. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, wo er gerade entlang geht. Aber gut. Ich dachte, hier geht's irgendwie weiter. Also ich gehe jetzt nach links. Koller. Ist das das böse Team? Hallo, Perseid. Ich mache einige Forschungen in diesem Areal. In Bezug auf diese komischen Steine. Hast du überhaupt von Shiny Pokémon gehört? Angeblich hat dieses Areal irgendwas mit dem erhöhten Rat von Shiny Pokémon zu tun. In der Chroma-Region. Und mit der anderen Farbe. Vielleicht hast du mal eins schon gesehen. Eine andere Spekulation in Bezug auf diesen farbigen Rock, Color Rock, ist nämlich, dass es auch die Quelle von evolutionären Steinen ist. Sehr interessant. Seht ihr, was ich sehe? Dort unten links ist ein Megastein. Wut, es gibt hier Mega-Entwicklungen. Okay, du hast mich besiegt. Nun lass mich bitte alleine. Wir werden, aber wir bräuchten dein Evoli. Was? Nein, es ist mein Pokémon. Ha, dann haben wir keine Chance. Du wirst uns später danken. Diese Leute haben ein Evoli geklaut. Könntest du bitte helfen, sie zurückzukriegen? Diese Typen. Perseid, du kannst weitergehen. Ich bleib bei ihr. Ich helfe so gut wie es geht. Lol. Diese Fragezeichen-Typen, es ist ein sehr interessantes Design. Sowas gab es bislang noch gar nicht. Also wirklich nicht. Was? Dynatit? Soll ich Angst haben? Vielleicht kommt da eine Explosion. Maschine? Ich glaube, Maschine ist stabil genug, um das zu überleben. Dann kann ich auf Genesung gehen.
Ist das vom Typ Gestein? Gestein, Feuer, Wut. Habe ich hier Angst, auf Apollo jetzt zu gehen? Nice, die Paralyse. Und die Fullpara. Wenn das Gesteinsfeuer ist, dann könnte ich zu Perry. Ich meine, Rockjaw kann nicht einfach so irgendein Pokémon erlernen. Oh nein. Bitte überlebt das, Perry. Mäh. Einfach nur mäh. Mann! Perry hat sich auf Level 16 war wahrscheinlich weit entwickelt. Schon wieder Dynatit. Das gibt doch nicht. So, ich gehe jetzt einfach rein. Falls ein voll Pokémon ist, dann habe ich Pech gehabt. So viel Damage. So, Wine Whip. Okay, es ist Feuergestein. Es ist tatsächlich Feuergestein. Nice. Das heißt, Wasser- und Bodenattacke ist übelst ultra effektiv. Also nicht super effektiv, sondern mega ultra effektiv. Einfach mal den Todesschlag. Aber leider ist mein Wasser-Pokémon und Pflanzen-Pokémon down. Nach Tyrol Le Mans. So. Nein? Okay, gut. Kein Finale. Das ist schon mal sehr gut. Das wäre, nicht sehr positiv für uns dann. Ich muss wieder zurück. Ich will haben so viele coole Pokémon, aber ich kann nichts davon nehmen. Gesteinsfeuer ist... Ja. Es ist nicht das beste defensive Pokémon, aber offensiv denke ich schon. Es kann sehr viel reißen. Und wenn das Pokémon noch schnell ist, was ich aber bezweifle, dann wird schon sehr viel reißen. Ja. Bodenwasserattacken, klar. Goblet. Was ist hier los? So viele coole Pokémon davon haben. Die machen mich hier alle fertig. Los, Perry. Ich glaube, da hat jemand statt Golbert Goblet geschrieben und daraus dann dieses Pokémon gemacht. Ich meine, das Pokémon ist auch ein Fledermaus, verkehrt herum. So, Bubble wird das Pokémon nicht besiegen. Ist das dann Fluggift? Oder Flugnormal? Nice Crit. Sehr schön. So, einmal Duskball. Komm schon. Nice. Goblet. Unlichtflug. Die machen mich fertig. Die machen mich wirklich fertig. So. Goblet. Das gibt's doch nicht. Kann ich ja in der nächsten Folge machen. Statt Pyjama. Pyjama ist noch richtig gut. Also. Schon ein Unlicht-Pokémon. Well. Unlichtflug. Würde mich aber noch haben. Jetzt noch Schutz. Könnte ich gerade sehr gut gebrauchen.
Um ehrlich zu sein. Also so viel Arbeit. Es wurde wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Also, ich meine erstmal die Ideen und dann noch die ganzen Pokémon zu animieren. Ich meine so, what? Einfach Respekt. Mehr kann man nicht sagen. I didn't start the fire. Panseer. Wahrscheinlich noch Dynamite. Ne, Dynatite. So. Perry, entwickel dich. Ich bin mir sicher, Perry entwickelt sich auf Level 16. Also 15 nicht ausreicht. Dann definitiv 16. Ernsthaft. Ernsthaft. Muss das sein? Ja, Geduld bringt nichts, wenn ich schlafe. Wissen wir ja. Dann noch ein Crit. Komm, please, wir machen auch einen Crit. Leider nicht. Natürlich schlafen wir ein. Dann kommt hier noch Kratzurie, was auch noch ordentlichen Damage macht. 5 pro Schlag, das ist schon mal sehr viel. Zur nächsten Runde müssen wir aufwachen. Los, wach auf! Incinerate, nein. Okay, so. Müsste reichen. Jetzt kommt ein Crit. Warum nicht vorher? Okay, Dynatite, wir kommen zuerst dran. Das ist ultra, super, mega effektiv. Oh, hat sogar Robustheit. Ah. Nett, sehr nett. Dabei habe ich mich gefreut, dass Perry sich jetzt weiterentwickelt. Aber dabei muss ich wieder raus. Ja gut, das Pokémon ist schon dann wirklich Explosionsgefahr, wenn das Pokémon auch sehr schnell ist, was ich wie gesagt immer noch bezweifle. Gegen Carlos und Bird entwickelt sich. Da bin ich auch sehr gespannt, was für ein Typ dieses Pokémon hat. Ich meine, es erlernt diese Attacke. Ja, Kratzer brauche ich nicht, wenn ich schon Quick Attack habe. Tada! Ich vermute mal Stahlflug. Nicht! Kann die Attacke einfach so erlernen? Ist aber nicht von dem Typ. Alter, ne? Das gibt mir gerade wirklich Gänsehaut. Aber ich möchte mal wirklich gemein sein. Also ich möchte mal wirklich, wirklich gemein sein. Ausnahmsweise. Weil dieser Ort so richtig, richtig mysteriös ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir erkunden diesen Ort nochmal ganz genau in der nächsten Folge. Wir retten, beziehungsweise wir holen uns das Evoli zurück. Sehen dann, hoffentlich, wirklich, ich will es nämlich schaffen, in der nächsten Folge, die Weiterentwicklung von Perry. Perry, das Schnabeltier, die Weiterentwicklung. Und, ja, erforschen diesen Ort ganz genau. Weil dieser Ort ist so mysteriös. Ich weiß nicht. Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Tschaußen.